Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Wat Pra Doi Kam. Eines der bedeutenden Kloster von Chiang Mai. Und da bin ich heute und ich habe noch jemanden dabei. Sag mal hallo. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Zuschauer. Also, die Josephine und ich sind heute zusammen unterwegs. Ich muss mich mal drehen, so. Dann zieht die Sonne nicht zu sehr. Wo bist du? Auf dem Doi Kam. So. Am Tempel Wat Pratat Doi Kam. Genau, und den schauen wir uns heute gemeinsam an. Die Josephine hat hier oben was zu erledigen. Ja. Und ich habe gesagt, ich komme mit, ich schaue mal. Hier war ich noch nicht. Auf geht's. Kloster und wir sind auf dem Berg. Hier gibt es bestimmt einen tollen Blick runter. Ja, gibt es. Und mal schauen, was wir heute sonst noch so entdecken. Auf geht's. Ich sehe schon den einen oder anderen von euch mit den Augen rollen. Och nee, nicht schon wieder so langweiliges Klostervideo. Ich habe eine Bitte an euch. Lasst euch mal drauf ein. Das ist nicht umsonst Josephines Lieblingskloster da oben. Das ist schon wirklich ein besonders schöner Ort. Und ich kann verraten, die ersten paar Minuten vom Video drehen sich auch um dieses Kloster. Ich hatte die ausdrückliche Erlaubnis der Mönche auch mal kurz die Drohne fliegen zu lassen. Obwohl der Flughafen Chiang Mai ja nicht so weit entfernt ist, aber ich habe mich ganz nah am Gebäude gehalten, bin außer nicht weit rausgeflogen. Nur auf der Höhe von der Buddha-Figur. Dann war das in Ordnung, nach Absprache. Und nachdem wir dann hier oben uns das Kloster angeschaut haben und Josephine ihre Gabe dargebracht hat an die Mönche, sie hatte dann einen Wunsch oder zwei Wünsche sogar, für die sie was tun wollte, sind wir noch runtergefahren in dieses Royal Projekt. Da geht es dann weiter. Das Ganze ist eine Fauna. Also da geht es um Pflanzen aus aller Welt. Das Ganze ist so ein bisschen aufgebaut wie ein Themenpark. Es gibt also verschiedene Häuser aus unterschiedlichsten Ländern. Ich war heute also schon in Klein-Holland, in Klein-Indien, in Klein-Burma. Aber es gibt ein wunderschönes Orchideenhaus. Und ja, wirklich eine Menge zu sehen. Und das Tolle ist, man kann damit so ein Elektrobüsschen sich rundfahren lassen. Josephine ist ja nicht so ganz gut zu Fuß unterwegs. Das war also wirklich schön. Und ja, da möchte ich euch einfach einladen, mitzukommen. Nehmt ein bisschen die Klosterstimmung in euch auf. Kommt mit, schaut euch die Orchideen an. Ich finde, es ist ganz gelungen. Und ja, werdet einfach ein Teil der Crew. Bleibt dabei. Viel Spaß beim Video. Thank you.
Sarika, sorry kap. Anjat hai pum thai video mai kap. Ne take video. Asking if it's okay for them if I make a video. I'm using it for YouTube. You want to? I want to film them and put it on YouTube. Okay. And just asking. Okay, okay, okay. Thank you so much. Ich vermute, dass da wieder ein lokaler Feiertag war. Es sind relativ viele junge Frauen in Festtagskleidern herumgelaufen. Die waren offensichtlich von einem der Bergdörfer hier, Karen oder wie sie alle heißen. Und die haben natürlich oft auch ihre eigenen Feiertage. Und ich hatte das ja schon mal, wo ich mit dem Harry oben im Dointanon-Gebirge unterwegs war. Da war dann auf einmal ein lokales Neujahrsfest, eben aufgrund der Tradition dieser Dörfer. Und ich vermute, sowas war. Es waren also ganz viele junge Frauen da oben in ihren traditionellen Trachten. Und da wurde natürlich für Instagram und Co. geshootet, was der Teufel hergibt. Und ja, deswegen wollte ich die zwei filmen. Die ganze Zeit, wo ich dann mit der Drohne zugange war und wo Josephine sich hier im Schatten ein bisschen ausgeruht hat, waren die ganze Zeit dran und haben geknipst wie die Wilden und hatten unheimlichen Spaß. Das ist aber auch eine schöne Location da oben. Guckt man hier diese Vogel-, Elefantenwesen. Und also man muss so ein bisschen in die Details gucken, man muss sich Zeit lassen. Wir haben bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde da auf dieser Terrasse zugebracht. Und wenn man ein bisschen in die Details geht und mal genau schaut, entdeckt man doch auch immer wieder neue Sachen, die man vorher so noch nicht gesehen hat. Ein wirklich schönes Kloster da oben, Josephine. Vielen lieben Dank, dass du mir das gezeigt hast. Von da aus haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Weiter unterhalb, das war von oben auch schon schön zu sehen, gibt es eine riesige Pagode. Rundrum ist ein großer Park angelegt. Und ich hatte das ja eingangs schon erzählt, das Ganze ist ein bisschen aufgemacht wie so ein Themenpark. Es geht um Pflanzen aus aller Welt. Eine Flora, der ehemalige König hier war ja sehr ich schmeiße gerade Englisch und Deutsch und alles ständig durcheinander. Nach so langer Zeit hier wird es manchmal schwierig, Deutsch zu sprechen. Also, der Königvater hat halt sehr viel Wert auf Landwirtschaft gelegt und das haben wir eben hier unten in dieser Flora auch nochmal gelernt. Er hat immer darum gekämpft, dass hier die Natur nachhaltig bewirtschaftet wird. Er sagt, der Wald braucht immer ein Drittel, wo er Natur sein kann, ein Drittel für Holz und ein Drittel, wo Obst und Frucht angebaut werden kann. Also man muss dem Wald hier eben auch immer Zeit geben, sich zu erholen. Und rund um diesen ganzen Bereich Landwirtschaft, naturnahe Landwirtschaft, gibt es eben diesen Themenpark hier unten. Sehr, sehr schön. Und da fahren so Elektrowägelchen durch. Wir haben einmal erst die ganze Tour gemacht, haben uns einmal rundfahren lassen und sind dann auf der zweiten Tour nochmal an verschiedenen Stellen ausgestiegen und haben uns die Sachen angeguckt. Ich kann das Orchideenhaus sehr empfehlen. Da ist nämlich Klimaanlage. Royalpark Ratchaburg. Da bin ich jetzt mit der Josephine, den haben wir oben vom Kloster aus gesehen. Josephine war auch noch nicht hier. Und ja, das Ganze ist eine Flora, also ein Park rund um das Thema Natur und Pflanzen. Und was hier so plätschert im Hintergrund, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich kann es ein bisschen wegfiltern. Ist ein wunderschöner großer Springbrunnen. Die Parkplätze hier sind völlig leer. Ist ein bisschen traurig. Also hier ist nicht wirklich viel los. Ja, was schade ist, es ist angenehmes Wetter, es ist nicht zu warm. Ich laufe jetzt mal mit euch hier durch den Springbrunnen. Und was hier eigentlich fehlt, ist eine Handvoll Kinder, die hier rumtoben und Spaß im Springbrunnen haben. Muss ich halt hier durchtoben. Sehr angenehm. Also es kommt angeblich ein Bus alle 15 Minuten, der fährt uns hier durch, weil Josephine nicht so gut unterwegs zu Fuß ist. Und dann werden wir diesen Service mit dem Bus in Anspruch nehmen. Und das ist so ein Hop-on, Hop-off. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob er wirklich kommt. Aber die Aussichten hier sind schon mal sehr, sehr schön. Der Eintritt kostet pro Person 200 Bar. Allerdings für Mönche, Kinder unter einem Meter und behinderte Personen ist der Eintritt frei. Und Josephines Laufstock hat dafür gesorgt, dass sie nicht zahlen musste.
Das heißt, wir kommen jetzt zu zweit für 200 Baht hier rein. Josephine war so nett, mich einzuladen. Und ich glaube, das ist dann ja auch in Ordnung. Ich zahle. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Wrong and tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Everybody wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every start, which has been passed down through the generations. The Royal Pavilion was built to celebrate 60 years of His Majesty King Bhumibol's accession to the throne, as well as his 80th birthday anniversary. Inside, there is an exhibition that shows the remarkable ability of His Majesty King Bhumibol on agriculture.
Hier rauscht wie verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Aber hier drin ist Air Condition. Und draußen ist es ganz schön schwül warm. Und ich glaube, den Rest des Tages bleiben die Josephine und ich erstmal hier. Und das ist ja so angenehm gerade. Wahnsinn. Und alles voll weißer und roter und lilaner Geranien. Und wunderschöne Orchideen. Was ein Träumchen. Bevor ich zum Ende kommen möchte, heute noch mal ganz schnell ein dickes Dankeschön an den Jo aus USA, der mir immer wieder mal was in die Kaffeekasse schmeißt. Und ganz lieben Dank an den Klaus. Klaus hat mir heute auch was in die Kaffeekasse geschmissen. Ich habe mich gerade gewundert, wieso das Handy so komische Geräusche macht. Das war PayPal. Klaus, ganz, ganz lieben Dank dafür. Die morgige Tour, da geht der Sprit sozusagen auf dich. Das ist mir eine unheimliche Hilfe. Vielen, vielen, vielen Dank. Und auch ganz lieben Dank nochmal an alle die, die den Kanal unterstützen, indem sie hier eine Mitgliedschaft erworben haben. Da ist wieder jemand neu. Luis, ganz herzlichen Dank, dass du dich entschieden hast, den Kanal so zu unterstützen. Die Kanalmitgliedschaft, wenn man ehrlich ist, ist eigentlich witzlos. Also die Kanalmitglieder kriegen meine Videos in der Regel ein bisschen früher zu sehen. Sobald die fertig sind, schalte ich die für Kanalmitglieder frei. Und dann so jeden zweiten Tag schalte ich sie dann frei für alle. Aber es ist natürlich eine tolle Unterstützung für uns und da danke ich ganz herzlich für. In diesem Sinne, ich bin raus, seid nett zueinander, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!